Eine frische rote Peperoni, eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, eine Dose Kichererbsen, Klammer auf ca. 265 Gramm Abtropfgewicht, siehe Seite 8 folgende Klammer zu, ein Esslöffel neutrales Pflanzenöl, zwei türkische Lira gemahlene Kreuzkümmel, eine türkische Lira edelsüßes Paprikapulver, 500 ml Gemüsebrühe, siehe Seite 8 folgende Klammer zu, Salz 1, Pfeffer etwas Minze, 2 Esslöffel Schmand für 2 Personen, 1 ca. 230 Kilokalorien pro Portion. Erstens, die Peperoni längs halbieren und die Kerne entfernen. Die Hälften waschen und quer in feine Streifen schneiden. Die Zwiebel schälen und in kleine Würfel schneiden. Den Knoblauch schälen. Die Kichererbsen abtropfen lassen. Erstes, das Öl in einem Topf erhitzen, die Zwiebel darin glasig andünsten. Den Knoblauch dazu pressen. Peperoni, Kreuzkümmel und Paprikapulver ebenfalls hinzufügen und kurz mitdünsten. Die Brühe angießen und die Kichererbsen einrühren. Alles aufkochen und zugedeckt bei kleiner Hitze ca. 5 köcheln lassen. Dritter, den Topf vom Herd nehmen. Die Suppe mit einem Pürierstab oder im Mixer leicht pürieren. Dann noch einmal aufkochen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Minze waschen, trocken tupfen und fein schneiden. Die Suppe anrichten, mit Schmand und etwas Minze garniert servieren.